Hallo, mein Name ist Christian Walli von der Firma Don Benig IT Services und ich zeige Ihnen heute, wie Sie iDoIt, Zammert und CheckMK als integrierte ITSM-Lösung nutzen können. iDoIt ist mein Information Hub, der Informationen über die IT gesammelt zur Verfügung stellt. Hier finden wir im Dashboard auch zwei Lesezeichen, die uns zu den Weboberflächen von Zammert und CheckMK bringen. Um zu zeigen, wie das Zusammenspiel dieser drei Applikationen funktioniert, simuliere ich einen Fehler bei einem Service. CheckMK erkennt, dass der Service den State Warning erreicht hat und erzeugt in Zammert ein Ticket, wo dieses mit einem iDoIt-Objekt verknüpft wird. Ein Admin, der den Incident übernimmt, kann das entsprechende Objekt in iDoIt öffnen und findet dort alle Tickets, die mit diesem Objekt verknüpft sind. In diesen Tickets finden sich eventuell auch Anmerkungen, wie bei gleichartigen Ereignissen vorgegangen wurde, um den Normalzustand wiederherzustellen. Hat der Service wieder den Status OK eingenommen, wird auch dieser Statuswechsel an Zammert gemeldet, wo ein weiterer Artikel erstellt und das Ticket geschlossen wird. Wenn Sie wissen wollen, wie das genau funktioniert, schicken Sie eine E-Mail an hello@benig.at oder rufen Sie uns an.